das wird ja hier immer besser. Seltsamer Schädel, Hinweis entdeckt. Wie kann er denn jetzt bitte noch so ruhig sein, nachdem er sich die Finger abgehackt hat? Das verstehe ich nicht ganz. Ich würde schreien wie Sau. Beziehungsweise wimmern. Aber ich wäre niemals so ruhig. Was ist das hier? Medizinische Notfalletikette. Name Nicholas Bone. Etikettdatum 24. Februar 1952. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Aha. Aha. Alter, was ist das? Das ist doch mehr als krank hier. Setz sie mal raus. Heilige. Nehmen wir mal. Name der verstorbenen Person Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunde am Unterleib. Intradominale Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch extreme Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung? Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. Ann Bone. Zusätzliche Anmerkung, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Das passt doch auch schon zu den Sachen, die wir gefunden haben, im Sinne von unseren Totems. Sind das Verbrennöfen eigentlich? Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, Scheiße, ist das krank? Allerdings. Wirklich krank. Das willst du jetzt noch anfassen? Hast du nichts gelernt? Was ist das? Okay, sehen wir mal. Ach so, das ist diese... Ah. Die springt doch jetzt gleich hoch, oder? Das scheinen also Verbrennöfen zu sein, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an, weil ich mir nicht vorstellen kann, was es sonst sein soll. Hier hinten hatten wir aber noch eine Tür, die wir hätten aufmachen können. Glaube ich zumindest. Ja, es ging. Ach so, die Schlüsselkarte ist dafür da. Ach du Heilig, ich weiß gar nicht, ob ich weiter vorgehen möchte. Ist das denn so sinnvoll? Ich glaube nicht, ne? Wir haben ja schon Finger verloren. Ich will nicht unbedingt noch mehr verlieren. Sag ich mal so. Kopf zum Beispiel. Na gut, einen Kopf haben wir ja auch schon verloren, im übertragenen Sinne. Hier geht's wieder hoch. Ah, wir waren jetzt wieder raus, oder? Wie sind wir hier runtergegangen? Boah, das ist schlimmer als jeder Horrorfilm. Jetzt bräuchten wir eine Machete. Oder? Renn einfach. Ich bin überrascht, dass ich keine Kicktime-Events hatte. Dass der uns nicht sieht. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht unbedingt unauffällig mit so einer Leucht... Dingens hier. Was haben wir hier hinten noch? Hier geht's runter. Hier liegt was. Ach nee, da springt er dann bestimmt runter. Da würde ich gerne ganz kurz noch durchs Fenster gucken. Nur ganz kurz.
Weil ich dachte, er will jetzt durchs Fenster gehen, was mir schon ziemlich komisch vorkam, aber hier ist auf jeden Fall ein blauer Leuchtpunkt. Was für ein reizender Psychobau. Ja, allerdings. Das ist alles ziemlich aufwühlend hier. Mega creepy. Hier geht's runter. Oh Gott, Alter. Ich habe mich immer noch nicht erholt von dem Finger. Ich weiß gar nicht, ob wir die Bärenfälle hätten lösen können. Hätten wir das geschafft? Okay. Wieder hier. Hatten wir nicht auch eine Vision, wo er... Naja, ich sag mal, wo er den Wolf gestreichelt hat. So ein Totem. So, hier geht's jetzt durch, ne? Da wollten wir halt die ganze Zeit lang. Aber nimmst du wieder mit, ne? Ja. Nimmt er wieder mit. Oh, Alter. Oh Mist. Ich hätte ihn schon gerne gestreichelt, Mist. Ich wusste gerade gar nicht, was mit der Hand anzufangen ist. Ach du Heilige. Und vor allem vergesse ich dann immer, dass ich mal die Steuerung wieder umgestellt habe, weil ich komme ja so ein bisschen durcheinander mit der Steuerung und ich wollte das gerade hier mit Bewegung machen. Können wir dem Hund... Wir probieren es einfach mal. Ich habe Angst, dass die anderen Hände, die anderen Finger auch noch weg sind. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner, gefällt dir das? Ja? Streicheleinheiten mag doch jeder, was? Mhm. Ja. Das hätte ich mich jetzt nicht getraut, hätte ich diese Vision nicht gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Ich werde zurückgewiesen. Obwohl, das ist, kommt vielleicht auch schlecht bei den Tieren. Oh, das ist süß. Ich hätte mich das nicht getraut, hätte ich nicht gewusst, dass der Hund, dass wir den streicheln können. Oder dass es da mal so ein Bild gab halt. Das hatten wir doch mal in so einer Vision. Hätte ich nicht gesehen, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Aber es war vielleicht... Ja, es ist ein Führungstotem gewesen. Es war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das gemacht haben. Was für ein Freak. Hinweis entdeckt. Ausschnitte. Oha. Wie wird das alles gesammelt? Ich bin empört. Ich bin empört. Da müssen wir dann hoch, glaube ich. Hier geht es nirgendwo mehr hin. Doch, hier geht es noch lang. Der will hier immer... Okay, der will einen Schlüssel haben. Dann suchen wir den auch. Wir spielen ganz schön lange mit Bike, muss ich ehrlich halt sagen. Es kommt mir ein bisschen seltsam vor, dass wir halt immer Mike so im Vordergrund sehen. Ich glaube, das wird hier sozusagen der Hauptprotagonist. So. Und hoch. Ich habe Angst. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja, nimm doch einfach ein paar mit. Willst du dem jetzt den Knochen geben? Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich dem den gebe, dass ich den nochmal brauchen würde für einen anderen. Und ich hoffe, hätten wir die Machete gehabt noch, hätten wir den Hund bestimmt auch umbringen können. Gut, dass ich die nicht mehr hatte. Sonst wäre der Hund nämlich wahrscheinlich passé gewesen, weil ich aus Schiss den umgebracht hätte. Obwohl, es gab ja da das Führungstotem, was mir bewiesen hätte, dass der Hund, Wolf, was auch immer das ist, dass er gut ist. Ist das nun ein Wolf oder ein Hund? Ja, genau. Ja. Ganz brav. Ruhig. Mensch, der Mike ist ja ein Tierlieber. Ja, guter Junge, ja. Jetzt brauchen wir noch den Schlüssel. Das ist ja immer noch... Hat ja noch Priorität. Die Frage ist, wo gibt es den? Und was hat der Knochen jetzt gebracht? War das jetzt einfach nur so ein Gimmick? Oder sollten wir vielleicht noch einen mitnehmen, falls noch ein Hund kommt? So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da?
Ein Loch. Komm schon! Komm schon! Nimm doch die abgeschnittenen Finger. Ah, er will die. Er will die. Gut. Ich meinte, er soll die abgeschnittenen Finger nehmen, um da ranzukommen, aber das ist ja dumm. Die kriegt er auch gar nicht aus der Bärenfalle raus. Okay, wir haben eine Knarre. Das ist erfreulich. Fürs Schloss bestimmt, ne? Ja, gut, für was sonst. Dann gehen wir auch wieder ins Schloss. Ich habe nämlich sonst ein klein wenig Bammel. Ich hoffe, das ist nicht. Ich hoffe, das ist nicht nur die einzige Kugel. Dann weiter auf dem Weg mit unserem guten Mike. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Jetzt haben wir gerade schon unsere Finger verloren. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl mehr bei dem Spiel. Die Ruhe vom Anfang, wo man dachte so, ja, wie schlimm kann das schon werden, ist mehr als weggeblasen, sag ich mal so. Und dieses Wortspiel auch nur, weil wir mit Mike spielen. Und nein, also hier gibt es auch nichts. Doch, hier gibt es noch was. Was ist das? Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 1952. Sind das alle? Haben es alle überlebt? Das wäre ja ziemlich bemerkenswert. So, machst du wieder zu, ne? Es ist, die Spannung baut sich so langsam jetzt hier wieder auf. Gerade was passiert, dann hat man so das Gefühl, gleich passiert's nächste. Aber erstmal der Weg nach unten hier. Ich bin nur ein Typ, der nichts Böses will. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Mike genau möchte. Wahrscheinlich den Typen zur Strecke bringen. Allerdings erscheint mir das als eine Mission, die nicht unbedingt erfolgreich werden muss. Hier hinten ist ein Balken. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Es hätte ja ein Typ sein können, der hier hinten steht. Aber es war nur ein Balken. Wo wir nicht weiterkommen. Schade. Das heißt, es gibt wieder nur einen Weg. Sowas mag ich, ne? Also, nee, es gibt doch nicht nur einen Weg. Hier gibt es noch eine Tür. In die wir aber nicht rankommen. Also doch nur ein Weg. So heißt es, so kann es nämlich keinen Secret Way geben. Wenn es nur einen Weg gibt, was logisch ist, natürlich. Okay, hier haben wir aber. Ja, es ist. Was mich halt auch immer noch so ein bisschen. Wer ist das, der beim Psychodoc immer sitzt? Hat der hiermit was zu tun? Natürlich hat er irgendwie was zu tun, aber inwiefern? Was hat er denn jetzt vor? Okay. So. Oh. Oh, fuck. Renn! Wir spielen Matt an der oberen Seilbahnstation um 1.05 Uhr. Wollten die nicht Hilfe holen? Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Wie sind wir denn überhaupt hierher gekommen? Gab es hier eine Sequenz, die ich irgendwie verpasst habe? Wieso sind wir hier? Ich habe mich ja beschwert, dass ich Matt nicht spielen konnte. Nicht oft genug und jetzt spielen wir ihn wenigstens mal. Emily ist immer noch nicht spielbar gewesen. Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Von was reden die denn? Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Habe ich irgendwas verpasst? Mir kommt es so vor, als hätte man die schon mal spielen können, oder? Ich weiß es nicht, weil ich habe sie ja noch nicht gespielt. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich Matt hier richtig aktiv spielen kann.
Sonst hatte ich ja immer nur so Auswahlmöglichkeiten. Doch einmal konnte ich ihn kurz spielen. Da ist ein Totem. Einmal konnte ich ihn kurz spielen. Aber nicht wirklich. Also nur ganz kurz. Und dann hatte ich halt immer nur Auswahlmöglichkeiten. Das sieht aus wie braun. Nee, es war schwarz. Todestotem. Schwarz und verblasst. Moment, das möchte ich kurz angucken. Geh mal bitte ins Menü. Es war aber unser zweites Todestotem, das wir finden konnten. Neu, neu, neu. Hier, mal gucken. Wir fallen... Moment, wo fallen wir runter? Wir fallen runter und prallen irgendwo auf. Die Frage ist, wo fallen wir runter? Wurde nicht unbedingt gesagt. Schade. Ich hätte gern gewusst, worauf ich achten muss. Wir sind sehr hilfsbereit. Weil wir Jazz geholfen haben, ne? Aber wir sind nicht witzig und auch nicht tapfer. Und Jess ist oben, weiter oben als Emily. Ist nicht gut. Muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es bereue, in dem Punkt nicht auf Jess, auf Emilys Seite zu sein. Also meiner Meinung nach war sie nicht im Recht. Mir geht's besser mit der Axt. War sie nicht im Recht, aber man muss natürlich zu seiner Freundin halt irgendwie. Hinweis entdeckt, Axt. Gut. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht... da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Du Schrank. Scheiße. Ich will Emily nicht alleine lassen, aber die Tür aufbrechen. Wer wird uns denn hören? Habe ich irgendwas verpasst? Scheiße, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich irgendwas verpasst habe mit den beiden. Emily durchhelfen. Ich habe Angst, sie alleine zu lassen, aber die Tür aufzubrechen? Dann müssen wir vielleicht rennen. Und die wird sauer sein. Wir brechen die Tür auf. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Können wir uns noch umentscheiden? Ach so, nach oben. Okay, und runter. Okay. Hier vor. Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Du weißt, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ach, du Heilige. Ist total. Sie ist wenigstens die einzige Mal, die ihr Licht anmacht. Genau, da wusste einer genau, was er tut. Irgendwie hat das bisher niemand geschafft. Alle machen immer nur dunkel und sagen dann, oh, ist das dunkel hier. Ah, Mist. Hätten wir die Sam auch schon mal spielen können? Ich weiß nicht, die ist ja jetzt die ganze Zeit in der Badewanne. Was soll das eigentlich mit der? Alles auseinandergenommen. Ich spiele halt irgendwie immer nur dieselben. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Ich habe halt irgendwie das Gefühl, ich habe mit denen irgendwas verpasst. Klar, ich weiß jetzt gerade, wovon sie reden. Sie reden von diesem Psychopathen mit Ashley und... Nee, nicht doch mit Ashley und Chris und Josh. Müssen wir doch aber, tun können. Aber sonst... Oh, hier gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Hier ist irgendwas. Ein Hebel. Willst du den nicht ziehen? Achso. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. So, zurück auf Anfang. Wie kommt denn... Matt, wir brauchen einen neuen Plan. Wir können nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Wie kommt denn... Da steht übrigens da, ne? Stöpf, stöpf, stöpf. Wirklich?
nicht freundlich. Ach, so grottig. Sehr freundlich. Nee, wie kommt denn der Erstnutzer hier hoch? Irgendwie muss ja die Seilbahn immer nach unten kommen. Wie kommt der Erstnutzer immer hier hoch? Ich meine, wenn jemand da ist, ist das schon verständlich. Dann wird der Schlüssel betätigt und so, aber der Erstnutzer? Okay, da ist die Seilbahn. Hey, da! Feuerwachturm! Vielleicht gibt es in dem alten Feuerwachturm ein Funkgerät oder ein Telefon oder sowas. Möglich. Viel Auswahl haben wir ja nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät! Ich weiß nicht. Ich will mit den beiden nicht unbedingt alleine rumrennen. Das halte ich für nicht gut. Wir gehen zurück. Ich weiß nicht, Emma. Das könnte klappen, aber ich finde, wir... Ich meine, wir sollten zurück zur Lodge. Wir sollten nachsehen, was bei den anderen los ist. Warte, also, erst willst du weg von der Lodge, jetzt willst du zurück? Du weißt auch nicht besser als ich, was das Richtige ist, Matt. Und ich sage, wir sollten zum Feuerwachturm, zu dem Funkgerät und damit Hilfe rufen. Und basta! Also, wenn du unbedingt drauf bestehst... Ja doch, Matt, mich wundert, dass du nicht willst. Ja doch, doch. Ehrlich. Ist also unumgänglich. Status-Update. Ich glaube, die Emily hasst uns langsam so richtig als den Freund. Nee, ist gestiegen. Warum ist denn das gestiegen? Weil wir Rückgrat gezeigt haben oder so? Ich weiß ja nicht, ob sie das irgendwie jetzt attraktiv an uns findet. Ah, Mist. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfsbereit mit unserem Matt. Ja, so sehe ich ihn ehrlich gesagt auch. Hm. Okay, Matt ist hilfsbereit. Naja. Hab halt irgendwie immer noch das Gefühl, ich habe mit den beiden was verpasst. Oh, finde ich ein bisschen blöd. Moment. Und ich halte das für keine gute Idee, um nochmal fürs Protokoll. Er macht aber auch wirklich immer alles, was sie will. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Ja, netteste Freundin ever. Muss man schon sagen. Ich kann die Emily nicht wirklich leiden. Muss ich mal gestehen, die Emily ist so... So ein Charakter, die mag ich nicht. Nee. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Ja, dann gehen wir mal hinterher. Und alleine lassen müssen wir es ja trotzdem nicht. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Oha. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Vorsichtig. Okay. Oh mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. Gleich runter. Was machen die hier? Was soll das? Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Okay, weiter nach oben. Ich möchte anmerken, das ist keine gute Idee, immer hinterher zu rennen und machen, was sie will. Einer von uns beiden wird hier sicherlich draufgehen wieder mal. Und das möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Okay. Was, wenn's nicht funktioniert? Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber, okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht, können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Halte ich nicht gut. Wir haben das Todestotum gesehen. Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Ja, klar erwartet er das von uns, aber hier raus draußen umzuirren und das noch nur zu zweit. Sie geht sicher voran, das erwartet er zwar nicht, aber kommt ihm doch gelegen. Also,
Ich meine, er von hinten, der kommt jetzt von hinten, bringt Matt ganz schnell um und Emily ist wehrlos. Das will ich damit sagen. Hier haben wir noch einen Totem. Zwei auf einmal gleich gefunden. Weiß ist das? Chris und Ashley haben Glück in der Lodge. Schaffen es rechtzeitig und sicher in die Lodge. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Habe ich ja gesehen. Alles klar. Mal ganz kurz hier nochmal reingucken. Achso, geht es halt doch nicht nach Reihenfolge. Aber das hier haben wir auf jeden Fall schon verpasst. Ein Führungstotem. Schade. Aber hier müssen wir nicht unbedingt was verpasst haben. Das würde ich gerne nochmal ganz kurz angucken. Da klingt irgendwas nach einem Art Greifvogel oder so. Ich weiß es nicht. Ist so ein komischer Schrei. Der Mond sieht schön aus. Alter, ist das schön. Also wenn das hier nicht so ein Horrorspiel wäre, wäre das auf jeden Fall eine romantische Stimmung jetzt. Danger. Pass auf, wohin du trittst, ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Okay, ich würde hier lieber schnell weggehen. Weil wir haben sein Todes Dingens gesehen. Oh, Matt, was ist das? Scheiße! Shit! Fuck. Und die greifen in Herden an, haben wir gelesen. Zumindest die Bullen. Tja, das lief wohl nicht so gut für Matt und Emily. Ja gut, wie wir aus dieser Situation rauskommen, kann ich euch schon mal verraten, sehen wir nicht in der nächsten Folge, denn da gab es einen sehr, sehr netten Screenwechsel und da spielen wir mit einer anderen Person. Aber das wird auch ziemlich spannend, kann ich schon mal sagen. Freut euch da drauf. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen von Until Dawn. Wir sind jetzt mit Mike mal endlich durch. Mit dem Jungen, glaube ich, spielen wir hier die ganze Zeit nur. Ja, aber wenigstens konnten wir kurz mal ein Match spielen. Und schon wird man gespannt gemacht, was das nächste Mal ist, wenn man ihn spielt. Ich hoffe, er wird das überleben. Es sieht nicht gut aus für ihn. Oder für Emily. Wir sind ja beide die Klippe runter und naja, wir haben dieses Todestotem gefunden. Scheiße, ne? Ja, okay. Wir werden das in den nächsten Folgen sehen. Wie gesagt, nicht in der nächsten Folge. Da geht es um was anderes. Oder um jemand anderen. Aber wie gesagt, es wird auch schon spannend. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und seid auch gespannt auf die nächste Folge. John, bis zum nächsten Mal. Und ja, macht es gut, ne? Tschüss.